Kirsche ist wieder on Tour. Einen schönen Gruß an alle Petri-Jünger. Ich versuche heute mal wieder eine Mevo ans Band zu bekommen. Letztes Mal war ich hier auch schon am Gespensterwald, hier in Nienhagen. Das ist die Küste hier vor Rostock. Und ja, nach einiger Anstrengung und nach etlichen Kilometern hat es dann doch geklappt. Ne? Wollen wir hoffen, dass es heute auch wieder funktioniert. Es ist ganz schön tittenglatt. Ja, ist echt schön. Ich werde heute versuchen, diese Bucht hier abzufischen. Heute gehe ich nicht nach Bürgerende oder pilgere ich nach Bürgerende. Das ist ja doch ein ganz schönes Stück. Ganz hinten haben wir schon Kühlungsborn. Ja, und hier um die Ecke, da wo ihr hier die Pfähle seht, die Buhne, ne? Da ist gleich Nienhagen. Ostseebad Nienhagen. Ja, und wie gesagt, ich versuche heute hier die Bucht abzufischen. Und ich würde mal sagen, ihr hört wieder von mir, wenn es wieder Fisch on heißt. Ne? Genießt noch mal die schöne Aussicht. Das ist ja echt ein Träumchen, ne? Und ich bin komplett alleine. Es ist ein wenig windstill, aber gut, das hat nichts zu heißen. Wir versuchen unser Bestes. Und ja, ich denke, das wird funktionieren. Also, bis dann. Kirsche on Tour. Kirsche ist wieder on Tour. Ich bin heute hier mal ganz woanders und Leute auch alleine. Alle mussten arbeiten, ich hatte frei, wunderbar. Hat auch gut geklappt. Ich bin hier beim Geisterwald in Nienhagen. Das ist die Küste vor Rostock. Und schaut mal. Schaut mal, schaut mal, schaut mal. Schaut euch mal die schöne 56er Mevo an. Ja, wir haben es jetzt Ende Januar. Und das ist die erste, die mir dieses Jahr eingestiegen ist. Schön mit Kescher werdet ihr dann ja auch sehen beim Drill. Vom Feinsten. Das gibt ein dickes Mal. So, ich werde jetzt noch mal so 10, 15 Würfe machen. Ich habe meinen Fisch für heute. Und dann ist Feierabend. Also, bis dann. Kirsche und Tour. Ich bin hier heute wieder unterwegs. Heute habe ich auch ein bisschen was Schockiges. Wie ihr seht, ist das relativ bedeckt heute. Ne? Total neblig. Ich werde mal anfangen, nicht so viel schnacken, denn ich will ja ein bisschen was fangen, ne? So, ein bisschen absinken lassen und ab geht's. Das ist noch so ein Verrückter, der heute Morgen hier am Wasser steht, beziehungsweise heute Mittag.
einer, der mit dem Kajak unterwegs ist. Oh, jetzt ist mir doch tatsächlich eine eingestiegen. Aber die kämpft ganz gut. Die scheint etwas größer zu sein. Aber ich lasse sie erstmal gehen. Ich habe ja Zeit. Das ist auf jeden Fall eine Meerforelle. Die kämpft gut. Ja, die muss da hinten auf der Bank gestanden haben. Ich lasse ihr Zeit. Die möchte ich nicht verlieren. Ich habe hier einen Drilling dran. Ich habe hier gar nicht lang gefackelt. Normalerweise angle ich ja auch mit Einzelhaken. Aber hier habe ich einfach den Drilling dran gelassen. Relativ weit draußen. Auf so ein... Ja, das Wasser ist hier relativ trübe, seht ihr ja auch. Auf so einen relativ schockigen Köder. Ah, hier vorne ist sie jetzt. Ich will nicht, dass sie springt. Ah, die ist gut, die möchte ich nicht verlieren. Oh, die kämpft gut. Ah, die ist noch nicht so weit. Ich hab sie. Guck mal hier. Geil, die ist schön maßig. Vom Feinsten. Oh, die hat bestimmt, na, ich will nicht lügen, aber 50, 55 hat die bestimmt. Locker, ohne Probleme. Schaut euch mal den tollen Fisch an. Ich werde mal versuchen, die hier gleich zu lösen. Genial. Einfach genial. Die nehme ich natürlich mit. Also so viele Meerforellen habe ich dieses Jahr auch noch nicht gefangen. Das wird nichts. Wir gehen raus hier. Schönes Tier. Na, gut gekämpft. Schöner Drill. Jawohl, ey. Da sage ich nur Bam. Wunderschön. So. So, ich werde hier erstmal einen auf den Schädel geben. Moin Moin Leute, ich bin hier heute in Heiligendamm am Kinderstrand, mache mich gerade fertig. Wetter ist ganz schön, naja, eigentlich sollte heute die Sonne scheinen, ist ganz schön trübe. Ja, noch machen wir ein bisschen Party und dann wollen wir mal schauen, dass die Mäh vorbei ist heute, ne? Borsti ist auch schon da, beide Autos stehen hier. Die werde ich jetzt mal suchen und oh, mal schauen, ob was geht, ne? Heute scheinen hier nicht allzu viele unterwegs zu sein. Es sind wirklich nur Borsi und sein Kumpel. Oh. Hier haben wir noch diesen netten Flusseinlauf. Steht's auch, Selbstbedienung. Also werde ich mir jetzt selbst meine Mefo fangen. Oh, ist das kalt heute. Hier liegen die Bürsten. Hier muss man sich die Füße abputzen, bevor man an den Strand geht. Habe ich gemacht.
So, da vorne sind die beiden. Wollen wir hoffen, dass sie schon was haben. Oh, ist das tittenglatt hier. Das ist gar nicht gut zum Mefo-Angeln. Sand ist auch schon wieder gefroren. Da weiß ich ja, wie kalt das Wasser ist. Oh, das wird schwer heute. Gut, dass ich hier bei mir bin. So, ab geht die Luzi. War eine Mefo. Ja, gestern hatten wir aber Flachwasser, du. Ja. Das hast du gemerkt am Schulweg. Ich konnte auf Stein stehen, du. Und dann habe ich gestern da noch so einen Spezi getroffen, du. Der hat mir was von 95er Mefos von Land aus erzählt. Genau. Ne? Ist Weihnachten. Oh, ist das tief heute hier. Letztens konnte ich hammerweit reingehen. Oh, ich komme mal ein bisschen zu euch, oder bin ich geschrumpft? Nee, da ist die Senke, hier geht das. Oh, leck mich fett, ey. Letztens konnte ich doch weiter reingehen. Oh. Ich werde mal schon die Schnurbremse festmachen. Kommt ja gleich der erste Biss. Oh, der wirft sich aber gut. Schön. Lass dir Zeit, lass dir Zeit. Ja? Dann mach wenigstens was aus dem Drill. Ich will hier ein bisschen was für die Kamera haben. Die erste Meerforelle. Das ist was Silbernes. Geil, und die ist gar nicht schlecht, die ist maßig. Top. Ich würde sagen, die ist maßig. Warte mal. Mit Langziehen auf jeden Fall. Du hast doch ein Maß. Du, die ist ja maßig. Die hat 47, 48 ungefähr. Top. Schönes Ding. Geil. Ja, gut. Und ja, mitnehmen. Auf jeden Fall. Petri! Begleiten oder willst du? Alles gut. Warte. Na, kriegst du es alleine hin? Ja, ne? Halt mal, Alter! Geil, schön, Bossi. Schön, auf jeden Fall ist hier Fisch. Gleich hinballern da. Ja. Ey, verpiss dich von meiner Stelle, Mann. Schönes Ding. Auf jeden Fall. Komm, guck doch mal richtig rein. Ich schneide das nachher als Foto. Präsentiert. Schicke ich dir zu. Geil, weiter geht's.